Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Heute werfen wir einen ersten Blick auf das Lenovo ThinkPad E14. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, ein Netzteil mit Netzkabel sowie die üblichen Papierbeilagen. Das ThinkPad E14 kommt im klassischen schwarzen ThinkPad-Design mit rotem Trackpoint daher. Das Gehäuse mit Metalloberfläche wirkt hochwertig verarbeitet und stabil. Lediglich der Display-Deckel lässt sich relativ leicht verwinden. Über das verbaute durchgängige Scharnier kann dieser um bis zu 180 Grad aufgeklappt werden, was vor allem unterwegs sehr praktisch ist. Mit einem Gewicht von 1,75 Kilogramm liegt das ThinkPad in der mittleren Gewichtsklasse und lässt sich somit noch gut transportieren. Das 14 Zoll große IPS-Display löst mit 1920 x 1080 Pixeln in Full HD auf. Über dem Display ist ein Mikrofon und die Webcam verbaut. Diese lässt sich durch einen Schieber abdecken. Das Touchpad sowie die Tastatur kommen in Standardgröße daher. Im Power-Button rechts oberhalb der Tastatur ist ein Fingerabdruckscanner integriert. An der rechten Seite des Notebooks finden wir den Anschluss für ein Kensington-Schloss, den LAN-Anschluss und einen USB 2.0-Port. Demgegenüberliegend befinden sich ein USB 3.1 Typ C-Port, über den das Notebook geladen wird, und zwei USB 3.1-Ports, wobei einer davon Always On unterstützt. Daneben gibt es noch einen HDMI-Anschluss und eine Audiobuchse. Die Lautsprecher befinden sich auf der Unterseite der Basiseinheit vorn rechts und links. Damit sind wir am Ende unseres Unboxings angelangt. Detaillierte Infos zum Lenovo ThinkPad E14 gibt's in unserem Testbericht.